So, wir sind heute hier in Dortmund beim Global Marihuana Marsch 2015. Hier haben sich ja mindestens Tausende, wenn nicht sogar Abertausende, vielleicht sogar Millionen Menschen versammelt, um gegen die Prohibitionspolitik, die gescheiterte Politik der Verbote zu demonstrieren. Und es ist wirklich unglaublich, Menschen aus verschiedenen Gruppen, aus verschiedenen Parteien treffen sich hier zusammen, um friedlich und voller Freude die Entwicklung dieser Welt zu feiern, um einfach mal aufzuzeigen und aufzuklären, dass Hanf viel mehr ist als nur etwas, was man sich in den Kopf ziehen kann. Ja, was fehlt denn noch, damit das Verbot kippt? Was fehlt? Welcher Schritt? Was muss noch getan werden? Die Politik muss einfach ihre Blockadehaltung aufgeben. Also sie muss wirklich, und ich kann es auch nicht glauben, dass Politiker wie Marlene Mortler oder unser Bundesgesundheitsminister... Hey, wir haben eine Demo, wir können die Straße blockieren, so viel wir wollen. Dass sie einfach so dumm sind bzw. nicht informiert sind. Ich glaube, sie können sich informieren, wenn das einfache Bürger tun können, dann können das auch diese Politiker tun. Ja? Und ich glaube, das muss wirklich mal passieren. Und ansonsten, wenn sie es nicht tun wollen, aus Ideologiegründen, dann müssen die Bürger aufstehen, wie wir das heute getan haben. So, unter uns zwei seriösen Politikern, wieso bist du gerade heute hier? Naja, wir wollen natürlich wieder versuchen, das Hanf ein bisschen uncool zu machen. Ja. Denn wie wir ja wissen, sind uncoole Gesetzesvorschläge, haben die größte Chance, verwirklicht zu werden. Also Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, Maut. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das Cannabis oder das Hanf uncool aussehen lassen, ist es vielleicht eher möglich, es auch zu legalisieren. Ja. Jetzt ist ja der Trend gerade ein anderer. Irgendwie Hanf, Cannabis wird immer cooler. Irgendwie sogar so, Cem Özdemir stellt sich eine Pflanze auf den Balkon und gießt sich einen Eimer Wasser über dem Kopf. Ja. Was macht das Thema so cool und wo siehst du ein Problem darin? Naja, also es ist natürlich so, je mehr Leute es werbewirksam wie Cem Özdemir im Fernsehen verbreiten oder auf YouTube, umso mehr nutzen das als Vorbild und sagen, das ist aber cool, was der macht. Ja. Ist Cem Özdemir ein Vorbild? Ja, also ich habe es mal gehört für einige Leute. Ja, also zumindest wird er gewählt. Ja. Sind die ihn ernst zu nehmen? Nein. Also absolut unseriös. Ja. Unsere Forderung ist viel seriöser, das wirklich auch so auf dieser Tour zu versuchen. Wir müssen vielleicht noch mit dem Ableben von ein, zwei Generationen CDU-Politiker rechnen, damit wir auch wirklich auch eine Bewegung in der akzeptierenden Drogenpolitik erreichen. Aber der Anfang ist gemacht, wie wir heute sehen. So, Nadja, du mit den Piraten hier in Dortmund als Urheber des Global Marihuana Marsch 2015. Wie kam es dazu? Wie hat sich das entwickelt? Und wie zufrieden bist du mit dem, was hier gerade passiert? Zufrieden bin ich, weil es sind viele Leute da und die haben alle gute Laune. Das reicht, um zufrieden zu sein. Ja, wie kam die Idee? Man muss dazu sagen, wir machen das ja dieses Jahr schon zum dritten Mal. Die Ursprungsidee haben wir tatsächlich dem Steffen Geier zu verdanken. Der hat vor ein paar Jahren mal eine Cannabiskultur gemacht. In 100 Tagen 100 Städte besuchen. Und war damals in Duisburg. Ungefähr 10 Leute waren bei seiner Demo in Duisburg. Und Steffen hat hinterher zu mir gesagt, alles scheißegal, wenn ich irgendjemand motiviert habe, sowas auch mal zu machen, dann hat sich das gelohnt. Und ein Jahr später habe ich mir gedacht, ich will nicht, dass Steffen das umsonst gemacht hat. Wir brauchen einen Global Marihuana March in Dortmund. Steffen, Cannabiskultur, damit hast du angefangen. Eine kleine Deutschlandtour hast du gemacht. Ja, damit angefangen, das war schon dann so nach 12 Jahren Legalisierungskarriere dann der nächste logische Schritt. Raus aus der großen Stadt Berlin, rein in die Fläche. Ich wollte den Leuten zeigen, dass man überall aktiv sein kann. Und das ist, so unbescheiden möchte ich jetzt mal sein, auch gelungen. Wir haben mittlerweile in Deutschland in ganz, ganz vielen Regionen Leute, die sich aktiv für die Legalisierung einsetzen. Und viele davon haben ihren ersten Schritt gemacht auf meiner Cannabiskultur. Wieso ist das dir persönlich so ein wichtiges Thema?
Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich es eine Ungerechtigkeit finde, dass eine Repressionspolitik betrieben wird für etwas, was keinem schadet. Und im Gegenteil, dadurch der Jugendschutz, den bestimmte Politiker, die im Moment an der Macht sind, ja unbedingt umsetzen wollen, so auf diese Art überhaupt nicht kontrollieren können. Vor allen Dingen eine Änderung im Straßenverkehrsrecht, weil es nicht sein kann, dass ich nicht am Wochenende nach Holland fahren darf, wo ich legal Marihuana konsumieren könnte und selbst 2 Wochen später beim Autofahren noch meinen Führerschein verlieren könnte auf die Gefahr hin, dass Restbestände bei mir im Blut gefunden werden können. Und deswegen bin ich dafür, dass zumindest dieser Punkt längst überfällig ist. Hinter mir läuft die Endkundgebung des Global Marihuana Marsch 2015 in Dortmund. Es war eine richtig gute Veranstaltung. Viele Menschen da, viele neue Gesichter aus verschiedenen gesellschaftlichen Klassen, jung, alt, alle waren sie da, alle haben sie für etwas ein Zeichen gesetzt und gerade zieht ein Gewitter auf. Ich hoffe, es erreicht Berlin.